Das Hotel hat Attraktivität, das Hotel hat eine Rooftop-Bar, hat schöne Zimmer, ist hell, hat einen Bezug zu der Tradition hier, der Altstadt, der Historie, auch architektonisch. Es macht Spaß, hier zu sein. Der historische Boden ist sehr mannigfach. Ja. Auf der einen Seite war natürlich die Speicherinsel ein Symbol für das alte Danzig, für Wohlstand, Handel und Reichtum. Der zweite Aspekt ist natürlich die traurige Geschichte des Zweiten Weltkrieges, der diesen ganzen Komplex dem Erdboden gleichgemacht hat. Dieses Baby hier hatten wir uns 2015 angesehen, haben gesagt, trauen wir uns über diese Aufgabe drüber und haben uns dann hingesetzt und mit einem Bleistift die ersten Striche gemacht. Und heute sind wir froh, 4 Jahre später, nach der ersten Idee, dass wir dieses tolle Hotel eröffnen können. Vor 3 Jahren oder 4 Jahren, wo ich das erste Mal hier war, war das nichts anderes als Schlamm und ein paar historische Mauern. Und es ist schon der Stadt und den Architekten hier zu verdanken, dass sie salopp gesagt das Hirn gehabt haben, hier diese Mischung zwischen der Modernität und dem historischen Background wirklich leben zu lassen. Ja. War nicht immer einfach, aber ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. It's always rewarding to open a hotel. It's an amazing journey, but it's challenging and it's never super easy. But you know, we tend to change challenges into opportunities, and I think this is exactly what happened with this hotel. We delivered it on time. We managed to recruit great team, great people that are working here in the property. I'm just looking to the summer season to see what is going to happen in this hotel. The whole development is just phenomenal, and I think for us to be able to have a Holiday Inn in such a fantastic location and part of really a leading infrastructure development is something to feel very proud of. Ich glaube, so eine Hotelimmobilie, ein Bett, ein Dach über dem Kopf, das ist Heimat. Und ich glaube, das Hotel hier in Gdansk vermittelt das sehr wohl. Die Partner UBM und IHG als langfristige Operator und Pächter sind sehr wichtig. Die Architektur ist klasse. Also wenn man hier dieses Marina-Feeling hat, dieses Hafen-Feeling, wir sind ja in Hamburg angesiedelt, das ist ja unser Headquarter. Und im Grunde ist ja eine kleine Elfi, die wir hier gekauft haben, ja, für ein bisschen weniger Geld. Aber das ist für uns schon eine Wiedererkennung an der Spitze der Insel. Also insgesamt eine tolle Investition. Wir freuen uns sehr auf die nächsten 20 Jahre der Zusammenarbeit. I think that this place it really will be successful in the future. Not only the building, but the staff, the service and of course the help of our international chain, which is the Holiday Inn, well known in whole world. I have some parties, my private parties or even the business meeting or some time that I like to chat with my friends, I will take them to the Sky Bar. This is really the unique place with marvelous sea on this old city, the river, and it really gives you a lot of energy. Man muss sagen, es ist einer der wenigen Hotels, wo die Renderings schlechter sind als die Realität und das Zimmer besser ausschaut als auf jeder Illustration.